Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Woche mit Büchern der Kalenderwoche 45 müsste es jetzt sein. Ich habe ja jetzt dienstags immer meinen Videotag für meine Büchervideos, weil ich ja dienstags jetzt frei habe. Und ich habe in der letzten Woche wieder 4 Bücher geschafft. Genau wie letzte Woche auch wieder ein Buch gelesen und 3 Bücher gehört. Das zieht sich bei mir im Moment ein wenig durch. Ja, ich fange mal an mit dem gelesenen Buch. Und zwar ist das der neue Roman von Fine Sturm, Das Herz, das für dich schlägt. Das hatte ich als E-Book über NetGalley bekommen. Von mir hat das Ganze 4 Sterne bekommen. Es ging hier um Lisa. Sie möchte unbedingt endlich ihren Traummann finden und trifft im Chat auf Tom. Tom und sie fühlen sich gleich zueinander hingezogen. Tom gibt aber gleich ganz klar zu verstehen, dass es keine Beziehung geben kann. Er kann ihr aber auch nicht sagen, warum nicht. Also er ist wie im Knast, also sie stellt dann heraus, also er sitzt nicht im Gefängnis, aber es ist irgendetwas, was ihn nicht frei entscheiden lässt. Und ja, die beiden kommen sich halt per Chat immer näher. Er organisiert sogar Treffen mit ihren Freundinnen und schickt ihnen dann Essen etc. Er ist sehr aufmerksam und ja, sie verliebt sich halt immer mehr in diesen Unbekannten, kommt aber auch nicht damit klar, dass er ihr keine Auskunft gibt über sein näheres Leben etc. Und dann bricht der Kontakt kurz ab, aber die beiden schaffen es einfach nicht, voneinander loszukommen. Und dann schenkt er ihr und ihrer Freundin auch ein paar Tage an der Ostsee. Angeblich hat er das im Preisausschreiben gewonnen, was sie aber von Anfang an nicht glaubt. Und im Nebengebäude sind natürlich ganz zufällig seine beiden besten Freunde einquartiert. Und dann kommt ein Anruf, der alles verändert. Und mehr möchte ich hier gar nicht verraten. Es war ein sehr emotionales Buch. Es hätte mit Sicherheit auch 5 Sterne von mir bekommen, aber es war mir einfach zu langatmig. Und ja, und dieses Thema, was sie behandelt hat, das ist auch nicht möglich, ohne da ein bisschen Klischee zu bedienen. Deswegen hat es mir jetzt nicht ganz so gefallen wie auf 7 Beinen. Das Ganze hat jetzt aber 4 Sterne bekommen, ist auch eine Leseempfehlung, aber es war mir einfach ein bisschen zu langatmig. Und ja, das war's zu dem neuen Fine Sturm Buch. Aber ich muss sagen, Tom war ein absolut toller Charakter. Und also die Charaktere haben mir insgesamt total gut gefallen. Und von daher ist es trotzdem eine Leseempfehlung. Dann habe ich gehört, das Buch gibt es nämlich leider nur als Hörbuch und als E-Book. Ich hatte ja letztes Jahr von David Jackson Der Bewohner gelesen und total toll gefunden von der Atmosphäre. Und jetzt hat er den Auftakt einer neuen Krimi-Reihe rausgebracht. Und zwar, jetzt ist es verkehrt rum, und Leise klopft der Tod von David Jackson. Und das ist der Auftakt der Nathan Cody-Reihe. Und zwar ist das ein Ermittler, der bis vor kurzem als verdeckter Ermittler gearbeitet hat, ein Unternehmen dort aber komplett aus den Fugen geraten ist und schlimm geendet hat. Und unter den Folgen hat Nathan Cody immer noch zu leiden. Und ja, jetzt wird er auf einen Mordfall angesetzt. Eine Polizistin wurde ermordet. Der Täter hat einen Vogel dazu benutzt, immer gegen ihre Tür oder gegen ihr Fenster zu klopfen, bis sie aufgemacht hat. Und dann hat der Täter zugeschlagen. Und ihm zur Seite gestellt wird eine Frau, die er bestens kennt, aber nie damit gerechnet hat, dass sie mal zusammenarbeiten würden. Und zwar seine Ex-Freundin. Und sie hat halt auch nicht damit gerechnet, auf ihn zu treffen, weil er ja sonst immer als verdeckter Ermittler tätig war. Ja, und
Darum geht es ja eigentlich. Es passieren dann noch weitere Polizistenmorde und Cody und seine Kollegin müssen den Fall klären. Ich fand es von Anfang bis Ende richtig spannend. Also ich war von der ersten Minute gefangen. Das Ganze hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Hat wirklich Spaß gemacht zu hören und da freue ich mich auch schon auf den zweiten Teil, wenn er dann irgendwann erscheint. Dann habe ich noch ein 4,5-Sterne-Buch für euch. Und zwar der zweite Teil der Polizeiärztin Magda Fuchs von Helene Sommerfeld. Das ist ja auch die Autorin von Die Ärztin. Und die Reihe hatte mir ja schon so gut gefallen. Und ja, dies ist jetzt der zweite Teil. Leider komplett neu aufgemacht von der Optik. Aber der Verlag hat mir dann freundlicherweise beide Exemplare zur Verfügung gestellt, den ersten auch nochmal. Und wir sind jetzt angekommen in Berlin 1922. Die Inflation ist im vollen Gange und die Polizeiärztin Magda Fuchs kann endlich in Charlottenburg ihre eigene Praxis eröffnen. Sie übernimmt die Praxis eines verstorbenen Arztes mit Hilfe seiner Frau, also der Witwe. Und ja, es ist Zeit, also es ist gleichzeitig halt auch ihre Vermieterin ihrer Wohnung. Und davon hat man ja im ersten Teil schon erfahren. Und es geht natürlich auch weiter mit der Journalistin und mit der jungen Schauspielerin, die ja alle im ersten Teil schon ihre Rolle hatten. Es geht natürlich auch weiter mit ihrer Liebe zu dem Polizisten. Und ja. Es ist wieder sehr interessant gewesen. Ich habe es wirklich schnell durchgehört. Es geht hier auch wieder um die Medizinstudentin Celia. Das ist ja die Tochter von diesem Arztehepaar. Und sie hatte ja im ersten Teil eine Ehe mit einem älteren Mann. Und jetzt erfährt man halt, wie es mit ihr weitergeht. Und die naive Schauspielerin Doris hat hier auch einen recht hohen Stellenwert. Und mir hat es einfach wieder richtig gut gefallen. 4,5 Sterne. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Ich weiß gar nicht, steht hier, wann der erscheint. Ah ja, im April erst. April 2022. Und ja, hat mir gut gefallen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, und das letzte Buch habe ich auch gehört. Und das habe ich wirklich mega schnell durchgehört, weil es auch nicht lang war. Und zwar der neue Teil von Michael Zokos, Abgetrennt, aus dem Knauer Verlag. Das Ganze hat 4 Sterne von mir bekommen, hat mir auch wieder gut gefallen. Es ist ja so ein True-Crime-Thriller, geschrieben von dem Rechtsmediziner Michael Zokos. Und es geht hier immer um Dr. Paul Herzfeld, der auch Rechtsmediziner ist. Und ja, er ermittelt in den eigenen Reihen, denn auf einmal tauchen Leichenteile auf, die er erst vor kurzem obduziert hat. Also müssen sie ja irgendwie aus seinem Institut verschwunden sein. Und ja, darin ermittelt er, seine Verlobte und sein Kind sind im Moment im Urlaub an der Ostsee, nachdem es ja im letzten Teil zu einer gefährlichen Situation gekommen war, bei dem sein Vorgesetzter ja seine Finger im Spiel hatte. Und um den geht es natürlich auch weiterhin. Und ja, ich fand es wieder sehr interessant. Es geht halt auch wieder um seinen Erzfeind Dr. Volker Schneider, der ja sozusagen verschollen ist. Man weiß nicht, ob er gestorben ist oder ob er noch weiter sein Unwesen treibt. Und darum geht es hier halt auch weiterhin. Und es hat mich gut unterhalten. Es war wieder sehr interessant. Ein paar Mal habe ich halt ein bisschen weggehört, wenn es da ums Detail ging mit den Leichenteilen. Das ist jetzt nicht so ganz meins. Aber insgesamt wieder ein toller Teil und kann ich euch empfehlen. Und der Sprecher, ich überlege gerade, wer das gesprochen hat. Ich glaube, Johannes Steck. Aber zu und leise klopft der Tod, wollte ich noch sagen. Der Sprecher hat mir richtig gut gefallen. Das war Peter Lonczek. Und der hat das richtig spannend erzählt. Ja, und
Dieses hat, wie gesagt, 4 Sterne von mir bekommen. Ich habe die Reihe bisher komplett, ich glaube auch alles gehört. Und ja, hat mir gut gefallen, hat mich jetzt nicht enttäuscht, war jetzt halt kein Highlight, aber 4 Sterne ist ja auch super. Ich habe jetzt in der Woche kein 3-Sterne-Buch gehabt, ist ja auch schon mal ein Fortschritt für mich in der letzten Zeit. Und ja, ich bin zufrieden. Ja, ich hoffe nur, dass das Lesen auch bald mal wieder einen höheren Stellenwert bei mir einnimmt. Im Moment mache ich halt sehr viel Diamond Painting in meiner Freizeit und höre dann dazu eher ein Hörbuch, weil lesen gleichzeitig kann ich ja nicht. Aber ja, Buch ist Buch. Und ja, das war es eigentlich von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was habt ihr denn so für Highlights oder Lowlights gehabt in der Woche? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!